Bitte da, Helga. Ja, was denn los? Mir ist was passiert, das glaubst du nicht. Hast du wieder Karten fürs Howard Carpendale-Konzert gewonnen? Nee, ich arbeite ja noch aushilfsweise im Supermarkt. Bei Günner? Genau. Lebt er noch? Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. So, erzähl, was passiert? Tumulte, Marianne. Tumulte. Wieso? Gabi Müller, die neben Hachmanns wohnt, ja, drängelt sich vor an der Kasse. Vor wen? Hauke Hinz. Ist die lebensmüde? Die kann froh sein, dass der wieder besoffen war, sonst wäre das eskaliert. Und was hast du dann gemacht? Ne Durchsage. Sag mal. Ich sag, Achtung, Achtung, liebe KundInnen, bitte benehmen Sie sich. Wir KassiererInnen haben's nicht immer leicht. Also, wenn Sie in den Supermarkt nach drinnen innen kommen, reißen Sie sich bitte am Riemen Ihnen. Marianne. Was? Hast du einen Schlaganfall? Wieso? Wie redest du? Ich gender. Wieso das denn? Ist eine gute Sache. Du hörst dich an, als ob du deine Logopädiebehandlung frühzeitig abgebrochen hast. Ist doch eine gute Sache. Alle fühlen sich einbezogen, alle gehören dazu. KassiererInnen. Wie hört sich das denn an? Da gewöhnt man sich doch dran. KundInnen. Mach doch den ganzen Sprachfluss kaputt. Sag mal, Rührei. Rührei. Da machst du auch eine Pause. Und mach das den Sprachfluss kaputt. Marianne, das Wort, das gibt das ja auch schon seit... Was? So ein Rührei gibt das ja schon seit dem Krieg. Ich finde das generische Maskulin nicht fair. Es bringt doch nichts, wenn du die Sprache änderst. Da muss doch was im Kopf passieren von den Menschen. MenschInnen. Ich schick dich gleich in die PsychiatrieInnen. Nee, Psychiatrie ist ja ein Nome, da gendert man nicht. Jetzt mal ein Gender-Beispiel. Ja. Lehrer. LehrerInnen, ganz einfach. Ja, aber nun pass auf. Lehrerzimmer. LehrerzimmerInnen. LehrerzimmerInnen, sag mal, bist du... Damit sind alle angesprochen. Bürgersteig. Ja, sag mal. BürgersteigerInnen. Nee. Bürger. BürgerInnen. SteigerInnen. Steiger. Nee. Da musst du das ja... Das Maskulin muss weg, also BürgerInnen. Steiger drinnen. Innen drinnen. Jetzt haben wir Kuddelmuddel, Marianne. Jetzt nochmal. Bürger, Fuß, wie war der Begriff? SteigerInnen. Innen, BürgerInnen. Das ist feminin. Ist doch auch egal. Siehst du, das passt vorne und hinten nicht. Es geht doch auch um die Geste, dass Frauen in der Sprache mehr stattfinden. Das verstehe ich ja auch. Wir Frauen haben doch ein Recht darauf, gehört zu werden. Friedrich Merz will das ja verbieten lassen, nicht? Wer? Friedrich Merz, kennst du ihn nicht? Nö. Der ist Kanzlerkandidat, nee. Der ist Parteivorsitzender, nee, auch nicht. Das ist irgend so eine von der CDU. Und der will das verbieten lassen? Ja. Na, wenn der meint, dass das gerade unser größtes Problem ist in Deutschland, sagt das ja auch einiges über ihn aus. Wir haben in Deutschland doch Regeln, Marianne. Ja, und? Ja, soll jetzt jede Behörde, jede Schule, jede Institution schreiben, was sie will mit ihren Innen, Binnen, Drinnen oder was? Tut doch kein weh. Doch mir, wenn ich mir beim Sprechen die Zunge breche bei dem Blödsinn. Letztendlich kann das ja auch jeder selber entscheiden, ob er das macht. Oder eben nicht. Ich mach das nicht! Und wir sollten auch alle mal wieder büschen lernen, uns ein bisschen zu entspannen. Innen. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Tomatensuppe mit Creme fraiche und Brot innen. Kann ich nicht. Das mit dem Brot hat der Arzt und das verboten? Tomatensuppe ist so eine chemische Inhaltsstoffen, Reaktion, die da drin sind, dass das mit der mit chemischen Reaktion Säure, so viel Kuddelmuddel gibt, oder? Krieg ich Keuchhusten von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdat. Muckdat.